Schalömchen, liebe Freunde. Schalömchen. Wir haben hier den Berg aus unserem Reichweitentest und der ist, ich meine, kann man gut sehen auf der Kamera? Auf Kamera kommt es zwar nie so krass rüber, aber guckt euch gerne mal den Reichweitentest an. Der VMAX ist nicht mal, der ist so bis da ist er gekommen. Also bis hier. Und du kannst wirklich nicht mal, also du kannst wirklich nur schwer da hochlaufen. Ja, und wir haben jetzt hier den FLJ. Der muss ja zu irgendwas gut sein, haben wir uns gedacht. Der ist echt ein Kackteil, Freunde. Also kauft euch niemals so einen Scheiß. Bin gerade durch den Wald gefahren, ganz noch nicht mal schnell. Der ganze Lenker ist teilweise jetzt ein bisschen krumm geworden. Da liegt daran, dass die Schrauben hier lose sind. Oder beziehungsweise, also die sind nicht lose, die sind fest, das dreht sich trotzdem. Dreht sich trotzdem das Gewinde und das Gelenk hier. Also ganz komisch. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bis hierhin gekommen, deswegen machen wir den Test jetzt auch. Ja, wir werden jetzt ja auch keinen Topspeed-Rekord aufstellen. Wir wollen einfach nur gucken, ob wir da hochfahren können. Freunde, ich werde damit beginnen. Da ich jetzt hier keine Schutzausrüstung an habe, nehme ich mir gleich hier nur den Helm und werde das erstmal sachte angehen lassen. Wenn wir merken, jo, das ist zu dämlich, probiert den Manuel dort. Der wiegt erstens ein bisschen weniger und hat zweitens ja vernünftige Klamotten an. Wenn er sich nämlich hier auf die Fresse legt, das ist halt nicht so schlimm. Aber ich sehe es nicht. Aber vielleicht, wir wissen es nicht. Der 2x1600 Watt. Da muss schon eine Leistung hinter sein. Ja, und vor allem, guckt euch mal, das ist ja wirklich ein Vorteil für den E-Scooter. Guckt euch mal die Reifen an. Das sind, ich meine, im Vergleich hier so meine Hand. Die Dinger sind schon fett. Ja. Und die maximale Challenge wird sein, wenn er das überhaupt nicht schaffen sollte, einen E-Scooter zu finden, der das schafft. Ja. Ich weiß nicht, ja, der Nami wird mir jetzt einfallen, aber der hat, ist eigentlich eher ein Street. Das ist echt so ein Racing-Ding. Ja, genau. Und das Problem ist auch, Freunde, es ist wirklich so steil und dazu noch rutschig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da überhaupt irgendein Scooter hochkommt. Aber wir probieren es. Vielleicht überrascht uns gleich auch der FLJ. Vielleicht sind das die Stärken des FLJ-Scooters, meine Freunde. Ich raste aus, scheiß Ding hier, Alter. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Aber wir haben ja extra eigentlich ein Offroad-Moped gekauft. Und wenn der Land nicht schafft, wer soll das denn sonst schaffen? Könnt ihr mal mit dem Offroad 1S probieren, mit dem Winter 1S, wenn der fertig ist. Aber der wird nicht mehr bis hierhin kommen. Nee. Also der wirklich, hat es nicht mal in die Nähe geschafft vom Berg. Das ist wirklich maximale Challenge jetzt. Ich meine, das, wie gesagt, das sieht auf dem Video nicht so krass aus, aber es ist echt mindestens 10 Meter hoch, wenn ich sogar höher. Das ist richtig hoch. Also der hat Bock und ich probiere es einfach mal. Gib alles, Joachim Reihe. Direkt verkackt, oder? Also ich bin jetzt schon komplett voll mit Sand. Ja. Hier haben wir jetzt den Berg. Das wird jetzt witzig, Freunde. Wir probieren's. Go. Komm, drück. Alter. Also ich bin erstaunt, dass ich so hoch gekommen bin. Kein Schucks. Einfach zu wenig Leistung. Das finde ich echt krass, dass der da nicht hochkommt. Ich mache nochmal mit minimal Anlauf. Freunde, hier sind halt voll die Löcher im Boden. Ja. Da kannst du jetzt nicht mit 30 km/h Anlauf da hochballern. Ich gebe Vollgas die ganze Zeit. So genau bis hier. Und er hat noch ein ordentliches Stück. Das war noch nicht mal das steile Stück. Alter. Das Problem ist nicht, dass ich keinen Grip habe. Grip hat der genug, die Reifen dann einfach aufzudrehen, weil zu viel Belastung. Deswegen okay, könntest du da Glück haben. Könnte ich Glück haben, wenn ich mich da 20 Kilo weniger. Aber 20 Kilo ist, ja okay. Werden wir sehen. Wird sich zeigen, wir probieren es aus. Junge, das ist so steil. Müsst euch überlegen, das ist hier, was ist das für eine Steigung? 100% oder so? Das ist schon heftig. Also das ist nicht mehr so weit bis nach oben, aber das ist gefühlt noch 3 Meter hoch oder so. Aber eins kann ich schon mal sagen, egal ob der Scooter gut ist oder schlecht, das macht Bock. Nee, hier gerade weiter als hier kann ich nicht gehen, weil hier haben wir hier würde ich einfach rüberfliegen, deswegen muss ich von hier aus starten. Gucken wir mal. Versuch mal. Ein bisschen weiter, wa? Ich bin auf jeden Fall ordentlich weitergekommen, aber jetzt kommt gerade die steile Stelle.
Und weiter komme ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, je öfter man das probiert, weil du bist hier, wo ich lang gefahren bin, deutlich leichter lang gefahren. Und sobald da der Blätterhaufen anfing, hat der richtig gestruggelt. Wieder bis zur äußersten Kante hier. Und dann gib ihm. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Aber du bist gerade auf den Blättern gefahren. Jetzt kackt der Motor ab. Ja, hinten gibt er gar kein Gas mehr. Aber fahr mal ruhig so bis nach oben. Alter, ist der am Wühlen, ey. Ist der am Wühlen. Soft! Hallo. Nur zum Vergleich, ich halte die Kamera jetzt gerade. So ist gerade nach vorne. Ja, ich glaube, das hat nichts, wa? Hier kackt der ab mit der Leistung. Der kackt nicht ab, weil der kein Grip mehr hat, sondern weil die Reifen sich nicht mehr drehen, weil er zu anstrengend für den wird. Ja. Und das bestärkt mich in der Meinung, dass es einen Scooter gibt, der hier hochkommt. Weil wenn der jetzt einfach unendlich Leistung hätte und würde die ganze Zeit durchdrehen, der würde dich ja hier hochziehen. Zwar langsam, kein Grip, aber du würdest ja hier hochkommen. Ja. Das ist wirklich die maximalste Offroad-Challenge für den E-Scooter. Mit was soll man das denn noch probieren? Force 10 höchstens. Nee, wir müssen dann direkt den Nami nehmen. Der Nami hat aber keine Offroad-Reifen. Ne? Aber ein paar Scooter-Vorfreunde, wo ihr meint, die kommen hier hoch. Und es braucht keiner mit irgendwas Deutschem ankommen. Das macht einfach Bock und man geht keinem auf den Sack. Und guck mal hinter dir, da hat einer rennt so viel eine Rampe gebaut. Ich guck uns mal ganz kurz einmal an. Ciao. Ciao. Das Problem an der Rampe war wirklich, dass hier noch eine zweite Rampe ist. Und ja. Der Reifen. Ja, Junge, der hat da ein Loch reingeschlagen. Ja, hier liegt leider ein Baum im Weg. Aber da sollten wir drüber hüpfen können, oder? Da sollten wir doch drüber kommen. Weil der ist schon sehr hoch. Nee, auf keinen Fall. Ich komme nicht hier. So, ich drehe jetzt mal um und guck mal, ob ich es schaffe, da hochzufahren. Da ist nicht ganz so steil. Versteht mich nicht falsch. Nicht ganz so steil ist in dem Fall. Kein deutscher Scooter wird auch nur ansatzweise da hochkommen. Die würden hier schon nicht mehr hochkommen. Ist so mitten durchs Laub, Alter. Oh. Ey, man muss das Laub ein bisschen wegmachen, oder? Ja, das blockt. Oh. Zieh! Noch ein Stück. Der kommt. Jetzt bin ich wieder flacher. Der kommt. Oh. Der hat gezogen. Unsere Hauptkamera, die Sony, ist leider leer. Oh, ich drifte hier voll weg. Du nimmst das ganze Laub mit. Alter! Hast du gesehen, was da gerade für ein Berg war, wo du drüber gefahren bist? Das war nur der Laubberg, Alter. Oh, hier war nochmal steil. Jetzt gucken wir mal, wie ich hier auf die Runde komme. Oh. Das Gute ist wirklich, Freunde, man stört hier keinen. Das könnte man echt als Rundenzeit oder als Rundenspiel machen. Komme ich denn jetzt hier hoch? Gucken wir da hier. Ist der hier? Ja, hier sieht schon aus, dass der hier lang gefahren wäre. Oh! Das war ein Stamm oder ein Baum oder ein Ast. Ja, da bleibst du stecken. Okay, hier. Hier steht, liegt da ein Baum. Du bist nur bei dem Baum. Jetzt kannst du wieder fahren. Unfair.
Boah, Junge! Der driftet aber komplett weg. Ja, ja, bis oben driftet der, wa? Das macht richtig Bock. Du lenkst die ganze Zeit von rechts nichts gegen. Boah. Das macht richtig Bock. Jo. Und wegen den fetten Reifen, du hast zwar manchmal kein... Seitenstelle im Arsch. Du hast manchmal... Du hast zwar manchmal keinen Grip, aber durch die fetten Reifen rutschst du auch nicht weg. Jo. Und dann, beim... Der frisst sich einfach hier durch, wa? Beim 1S oder so wäre ich schon längst umgekippt. Bei dem? Ja, du würdest einfach zur Seite so wegrutschen, aber da das Ding so fett ist, also wenigstens das kann er. Und Freunde, das macht richtig Laune. Ja. Und ich meine, wo wir hier sind. Das ist auch wirklich extrem hoch. Und hier ist schon extrem steil. Also manchmal sieht das in den Videos nicht so steil aus, aber ein VMAX oder ein SoFlo SO4 Pro 2 wird nicht mal in die Nähe von diesem Berg gekommen. Auf ja, keinen Fall. Eigentlich keiner. Ist, nein, keiner, kein Scooter. Ja, aber manchmal hast du Leute, die schreiben in die Kommentare, so nach dem Motto, ja, mein VMAX wäre hochgekommen. So, nein, niemals. Niemals. Vor allen Dingen nicht mit solchen Kack-Piss-Reifen von 10 oder 8 Zoll. Das Ding hat 11 Zoll Reifen, aber die Breite, ich glaube, 4 Zoll oder was? Ja, auf jeden Fall sind die übel fett. Ja, Freunde, das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und das wäre auch nicht das letzte Mal, dass wir sowas machen. Wenn ihr weitere Offroad-Videos sehen wollt, dann hinterlasst doch einen Daumen in nördlicher Richtung und schreibt uns dann in die Kommentare, was wir noch damit machen sollen. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir könnten einfach dann eine Challenge draus machen, wer schafft die schnellste Runde damit. Ich meine, das ist natürlich gefährlich, sollte man beide Schutzausrüstung machen. Ja gut, und Emanuel hat maximalen Gewichtsvorteil. Ich habe gerade hier oben auch Vollgas gegeben. Emanuel war sichtlich schneller. Müssen wir mal ausprobieren. Man kann ja irgendwelche Faxen damit machen, wo sich keiner dabei verletzt. Dann ist das alles witzig. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Video geht mir schon viel zu lange, aber ich denke, man war eigentlich ganz lustig. Auf jeden Fall. Also uns hat Spaß gemacht. Schreibt gerne noch Part 2, Part 3 oder Part 4. Ja, wir machen noch Part 30, so lange bis Anna weint. Das ist eigentlich so ein richtig geiler Videotitel, also Titel für so eine Playlist, bis einer heult. Ja, eigentlich schon, ja. Gut, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren nicht vergessen und ciao.